I made a promise that I was done with this life. It's not what it looks like. Wow. Hey, guter Sprung. Nicht schlecht, was? Super, nicht so eine Frau zu verärgern. Idiot. Los, wir sehen uns drüben. Oh nein, nicht gut. Gar nicht gut. Hey? Alles klar. Halbwegs. Alles unter Kontrolle. Versuch hier hochzukommen. Ja, verstanden. Hier drüben. Nate, kommst du da irgendwie raus? Scheint eine Sackgasse zu sein. Vielleicht läuft der Aufzug noch. Das glaube ich kaum. Er ist 300 Jahre alt. Die Wetterkorrosion. Ich meine, wer weiß, ob hier jemand... Oh, wow. Funktioniert. Okay. Nach oben? Dass das Ding funktioniert, irgendwie unglaublich. Ach, zu früh gefreut. Weißt du, wir sehen uns einfach oben. Hey, hast du meine Kippe? Ja, aber wer zum Teufel ist? Mach sie fertig! Mach sie fertig! Hey, gut gemacht. Nichts dabei. Geht es zum Auto? Von weiter oben können wir es leichter finden. Ja, gute Idee. Das ganze Ding wird von dem Wasserrad da unten betrieben. Eine Meisterleistung für ein paar Piraten. Okay.
Wenigstens bewegen wir uns etwas, oder? Auto. Genau genommen ist es ihr Auto. Holen wir es uns wieder. Ob Drake wohl bei ihr ist? Klingt nach einer Party. Seid wachsam, Leute! Eine Spur von ihr? Noch nicht, aber sie kann nicht weit sein.
einsteigen und losfahren? Versuchen wir es. Mann erledigt! Wir haben Gesellschaft! Wir sind wohl fürs Erste entkommen. Da bist du ja, Arschloch! Okay, ich glaube, das war's. Schorlein hat seinen Ruf jedenfalls zurecht. Weg hier, bevor noch mehr abtauchen. Hey, siehst du einen Weg raus? Flussabwärts. Bei den Fällen ist eine Öffnung. Sieh dir den Aufzug an. Der ist riesig. Ja, New Devon ist dann wohl da oben. Dann nichts wie hoch. Eine Frage hätte ich. Wieso will Rafe Adler Averys Schatz? Das Geld braucht er ja wohl nicht. Er will den Ruhm. Er will keiner sein, der nur durch sein Erbe reich geworden ist. Davonlaufen gibt es für ihn nicht. Tja, Rafe und Shoreline passen gut zusammen. Er braucht ihre Kampfkraft, sie sein Geld. Tun sie das? Die wirken doch gut ausgerüstet. Shoreline war in Bürgerkriege verwickelt, die nicht so gut ausgingen für sie. Nadine hat Daddys Schlamassel geerbt. Sie hofft bestimmt, hiermit wieder groß rauszukommen. Soweit, so gut. Weiter flussaufwärts. Darüber könntest du doch einen super Artikel schreiben. Ach, allerdings. Aber das würde wohl niemand glauben. Du könntest ja Fotos machen. Kamera nicht dabei. So ein Pech aber auch. Oh.
Und warum ist Sam nicht direkt zu dir gekommen, nachdem Rafe ihn befreit hat? Ich glaube, er wollte alles wissen, was Rafe zu Avery weiß, bevor er flieht. Und er brauchte Zeit, um sich diese Alcazar-Geschichte auszudenken. Hätte ich nur mal nachgeforscht. Erfrischend. Und jetzt bin ich richtig nass. Was für eine verrückte Vorrichtung. Da würde sogar das Auto reinpassen. Dann hoffen wir mal, dass der auch geht. Hey, Vorsicht! Sehen wir uns um. Natürlich nicht. Wäre ja auch zu einfach. Das Wasserrad gilt noch. Tja, entweder reparieren oder wir klettern daran hoch. Sehen wir uns das mal an.
Fertig. Zurück. Ich bin dran. Okay. Okay. Wow. Jo. Und jetzt? Jetzt komme ich hoch. Danke. Raus. Noch nicht. Ich klettere höher. Du brauchst einen Aufzug, um den Aufzug zu reparieren. Knopf.